Ich glaube, wir bräuchten doch mal irgendwie einen Ofen hier. Wisst ihr was? Ich bastel mir jetzt einfach mal ein. Nein, ich kann mir ja nicht mal mehr einen Ofen basteln. Okay. Wir tragen mal noch eine Wand hier ab, denn dann haben wir genug Stein, um einen Ofen zu basteln. Und ich glaube, wir brauchen hier wirklich einen Ofen. Sonst muss ich ständig irgendwie zum Haus zurückrennen, wenn wir was brauchen. Dann sollte ich auch schon mal irgendwie das Bettchen aufstellen. Ach, guck an, da kommt die Kohle raus. Gelunzt. So, dann kommt die Reihe noch weg und dann haben wir genug Steine für einen Ofen. Haben wir zwar jetzt schon, aber wir müssen natürlich das zu Ende bringen, was wir hier angefangen haben. Und ich sollte eigentlich demnächst auch mal hier eine Fackel anbringen, weil sonst wird es langsam zu dunkel und zu höhlenartig und das verheißt ja nichts Gutes im Normalfall. Für die Zombies schon, aber nicht für uns. So, aufgemacht hier. Da oben noch und dann hier den oben können wir da lassen. So, und dann hänge ich hier erstmal so eine Fackel hin. Genau wie hier, dass wir hier zumindest ein bisschen Licht haben. Das soll reichen. Ach, mehr Fackeln haben wir schon auch gar nicht. Wir machen uns auch mal neue Fackeln. Nur ein paar, weil wir brauchen ja noch ein bisschen Kohle für unseren Pseudo-Ofen hier. So, dann kommt mal der Ofen. Nein, nicht mit Steinziegeln, sondern mit Cobblestones macht man den. So. Und dann hier. Spinnweben haben wir schon wieder. Ach, das sind Platzverschwender. Hoch 3. Ja, den kloppen wir erstmal hier draußen hin. So, 5 Kohle kannst du haben und dann... Ach ja, mach halt ein bisschen... Ach hier. 8 Kohle. Eine reicht für uns. So, in der Zwischenzeit können wir mal die Glasscheiben anbringen. Hopp, 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 hopp. Sollte doch eigentlich reichen, 24 Stück. So groß sind unsere Fenster jetzt auch nicht. Ja, wir haben gerade mal 10 Stück gebraucht. 5x5, logisch. Ne, 5x5. 2x5, 2 Reihen A5 Scheiben. Ist 10. Wenn ich richtig rechne. So, und dann brauchen wir natürlich noch eine Tür. Die kommt natürlich hier rein. So, klatsch auf den Mist, klatsch zu. So, und dann können wir erstmal uns ein Bettchen hier hin knallen. So, hier ist dann unser Schlafplatz, ganz pseudomäßig mit 2 Nachttischlämpchen. So, das passt. Bauarbeiter haben es halt nicht schön im Leben. Beziehungsweise, das heißt nicht schön im Leben, aber man kann nicht auf Dingens verhoffen. Auf Luxus und Wohlstand in der Baustelle. So, das hier wird dann im Prinzip der Kies. Und hier kommen dann noch Steinchen hin, auf der wir die Gleise verlegen. Denn im echten Leben ist ja auch so, dass neben Bahnschienen ja immer irgendwie so Geröll oder Kies ist, wo die Schienen drauflegen. Das Ganze machen wir hier auch so. Ach, damit das Ganze möglichst realistisch ist. So. So, hier kommen dann natürlich wieder Steine rein. Da habe ich mich jetzt nur verbaut gehabt hier. Die Erde können wir mal wegnehmen. Da sollen dann auch Steine rein, weil es blöd, wenn wir hier im Bahnhof Erde haben. Das passt nicht. Das passt nicht. So, hier haben wir noch ein bisschen Kies und die Züge fahren natürlich von etwas weiter hinten dann los, nicht direkt von so weit vorne. Ich würde sagen, von hier fahren dann die Züge los. Kann man sich reinstellen oder reinsetzen. So, haben wir ein Gleis, was nach draußen geht und dann machen wir das Ganze auf der Seite auch nochmal. Und dann schauen wir mal, wie viel Cleanstones bereits fertig gebrutzelt sind. Die wir dann schon wieder neu verlegen können. Hopp. Hopp. Na, wie viel hast du denn geschafft? 16 Stück. Meine Fresse, du bist ja ein schneller Ofen. So, tun wir erstmal hier vorne auslegen, weil so sieht das ja nicht aus hier. So, und da. Und dann reicht das auch noch für... Fast hier. So.
Warum brauchen wir da noch Steine? Weil ich denke mal, die Schienen, die machen wir. Wobei, Schienen können wir auch auf Cobblestones machen, oder? Das sieht vielleicht noch ein bisschen realistischer aus. Nicht auf so arschgeleckten, glatten Steinen. So, und dann probieren wir mal, unsere erste Gleise zu verlegen. Meine Fresse, das habe ich ja noch nie gemacht. Oh, meine allererste verlegte Gleise. Hops, 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 hops. Und voll an die Wand fahren wir dann. So, weil da brauchen wir uns keine Steine brennen. Dann nehmen wir einfach Cobblestones. Ich nehme an, das eignet sich sowieso besser. So, und dann gibt es ja noch auch irgendwie Stopper, nicht wahr? Irgendwie gibt es doch noch Stopper. Wie macht man denn da einen Stopper? Und so, ich hau erstmal hier so einen Waggon drauf und mal gucken, was passiert. Hopp. So, jetzt haben wir da unseren Minecart. Zack. Nicht. Ja, der fährt im Prinzip alleine los. Hopp. So. Ja, ich will drin sitzen. Ach, ich muss ja Rechtsklick machen. Hui. Schön. Nur bremst er irgendwie nicht und jetzt liegt er da neben dem Gleis. Ja, hier müssen wir noch irgendwas machen. Wie funktioniert denn sowas? Hier haben wir Antriebsschienen und Schienen. Ich glaube, wir brauchen solche. Kann ich das Ding erstmal wieder abbauen? Oh, ja, da haben wir es wieder eingesammelt. Wir müssen hier noch ein bisschen hinter. Ich weiß allerdings nicht, wie viel. Deswegen mache ich erstmal nur so ein Dreier-Dingens, dass wir hier ein bisschen bauen können. Ich glaube, hier muss dann noch sowas hin wie eine Booster-Rail, oder? Wir können ja... Eine Antriebsschiene, die uns im Prinzip den nötigen Antriebsspeed gibt, damit der Wagen losrast. So, dann müssen wir sogar noch ein bisschen weiter hinterbauen. Und die Spitzhacke ist schon wieder kaputt. So, wobei, das eine hätten wir da lassen können. Egal. Noch eins weiter. Seht ihr mal, wie groß so ein Bahnhof werden muss? Was heißt muss? Ich hätte ja auch etwas weiter vorne anfangen können, aber so sieht es einfach besser aus. Der Dingens, der Dingen. Nee, so wollte ich das gar nicht. Der Dingens, der Dingens, der Dingens, der Dongen. So wollte ich das. Dann mache ich mal hier so ein Teil hin. Wenn ich jetzt das Ding da drauf setze, das dürfte ja nicht gleich losdüsen, nicht wahr? Jawohl, das düst nicht los. Sondern... Dann können wir das gar nicht so abbauen. Komisch. Da kann man nur so komisch draufhauen. So, ich glaube, wir brauchen ja noch irgendwie... Ach, wir brauchen noch Redstone, glaube ich, um das zu aktivieren, oder? Haben wir... Ja, wir haben es fast Nacht, noch nicht. Wir müssen doch nochmal zurück zum Haus. Ich habe Redstone vergessen. Weil das brauchen wir ja zum Aktivschalten der Antriebsschienen. Damit der Minecart richtig Bums kriegt und losprescht. Oh, das ist schon wieder ein Ei. Oh, zwei Eier. Dann wäre eine zweifache 50% Chance. Und 50% und 50% sind, nee, nicht 100%. Wie war das nochmal? Zweimal die Chance. 50% irgendwie. Ganz komische Rechnung. So, Dingens. Hier haben wir keinen Redstone. Hier haben wir Redstone. Ich nehme einfach mal hier haufenweise mit, nicht wahr? Schießpulver können wir hier rein, Augen können wir hier rein, Strings können wir hier reinhauen. Das brauchen wir nicht. Die Eier nehmen wir mit. Die brauchen wir gleich wieder und in der Zeit tanzen wir Sombrero. Sombrero ist ja ein Hut. Wieso tanzt man das eigentlich? Das ist Käse, was ich hier erzähle. So, dann können wir jetzt wieder aufbrechen. Kein Creeper da, kein Creeper da. So, Hühnchen. Was habt ihr denn hier wieder fabriziert? Heiße Luft oder ist mal was drin? Ach, ihr seid aber zu nichts zu gebrauchen hier. So. Hopp, 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 hopp. Pferdchen auf Galopp, über Stock und über Stein bricht. Aua, die aber nicht das Bein. In dem Fall schon.
So. Hui. Und hui. Ah, halt, Moment. Wenn wir es machen, wenn wir hier reingehen und was machen, machen wir es schon richtig. Zack. Du musst da raus, Sir. Und du musst da rein. So, und du musst da raus, du musst da raus, du musst da raus, du auch. Und dann stecken wir im Gegenzug Erde hinein. So. Und die Tür, damit das auch richtig gut aussieht. So, da wächst dann noch Gras drüber, das passt. Hier brauchen wir noch ein Steinchen. Hopsala. So, was haben wir denn jetzt hier? Redstone. Wie kann man denn aus Redstone was machen? Halt, ich brauche meine Dingens. Werkbank. Wie macht man denn Redstone-Fackeln? Macht man das aus Redstone und Fackel und Redstone? Nee. Umgedreht? Nee. Ach, vielleicht. Ah, jetzt, das kann natürlich sein, dass man das aus Stickies und Redstone. Ah. Machen wir uns mal sowas da zum Testen. So, was brauchen wir noch? Eventuell einen Knopf. Knopf? Achso, ich glaube, Knopf macht man wiederum aus Cleanstones. Ist das schon einer? Das ist ein Knopf, genau. Dann machen wir das so, dann machen wir die Fackeln wieder dahin, dann machen wir das so, dann machen wir den ha. Genau, hätte ich auch gesagt. Dann schaue ich mal hier eine Fackel, die Ding. Ne, die sind nicht aktiv. Die sind nicht aktiv. Blitzt das Ding jetzt los? Moment mal. Knopf vielleicht? Ah. Ah, jetzt sind sie aktiv, jetzt geht's aus. Jetzt sind sie aktiv, jetzt geht's aus. Okay. Nackig. Ach, doch nicht so. Nee, ich glaube, Knopf war an der Stelle das Falsche. Wir brauchen einen Hebel. Oder? Nee, eigentlich müsste ein Knopf doch reichen. So, dann machen wir mal den Knopf dahin. Oder machen wir den dahin? Nee, den machen wir nicht dahin. Können wir den einfach da ranklatschen? Nee, das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Kaga, das nicht funktioniert. Doch, das funktioniert. Das hat zu funktionieren. So, machen wir den Knopf dahin, würde ich sagen. Dann machen wir... Halt, falsche Maustaste, falsche Maustaste. Dann müssen wir hinten aufhacken. Ah, es kommt dann wieder zu, das sieht dann keiner. Wir müssen ja Redstone verlegen. Oder ich hätte es auch anders machen... Nee, ich hätte es nicht anders machen können. So, hier muss ich hin. Dann geht das Redstone hier runter. Dann haben wir es da... wo wir es nicht brauchen. Ich glaube, das muss noch eins runter. So, dann haben wir es da. Jetzt hacke ich mal hier auf, dann haben wir es hier. So, wenn wir jetzt den Redstone dahin verlegen wollen. Ich mache einfach mal... Ich glaube, das reicht, wenn wir den einfach offensichtlich hinlegen, oder? Ich probiere es erstmal. Verschönern können wir das später immer noch. Dingens, so. So, das heißt, wir müssen Redstone dann hierhin packen. Hierhin, dahin. Dann dahin. Dann kommt die Leitung hier raus und dahin. Nee, so geht das nicht. Wir müssen von da kommen. Weil damit der Redstone, der muss im Prinzip mit diesem Stups hier, hier sein, sonst geht's nicht an. Genau.
Wir müssen von da kommen. Das heißt, wir müssen noch uns einen hier reinpopeln und dann von hier im Prinzip kommen. So. Von hier muss das Signal kommen. Dann können wir das mal wieder weg. Das weg und das weg. Oh, hier ist irgendwo ein Zombie. So, dann leiten wir das hier hinten rum. Und kommen anschließend von da raus. So. Das heißt, wenn wir jetzt einen Knopf drücken, leuchtet es und die Schienen aktivieren sich. Jawohl, sehr gut. Das können wir jetzt leider nicht zubauen. Das geht nicht, weil hier die Leitung rauskommt. Aber... ja, okay. So kann man es einigermaßen verstecken dann. Aber... ja, okay, ist das so ein bisschen blöd. Aber man kann ja zum Beispiel dann auch hier zubauen. Wer sagt denn, dass wir hier nicht zubauen können? So, da haben wir hier einen Knopf und dann gehen die Leitungen an. Hui! Und dann gibt es Speed auf dem Zünder. Das probieren wir jetzt mal. Alle mal einsteigen. Ups, hui! Oua, aua! Und los geht die wilde Fahrt. Das funktioniert schon mal. Ach, immer wieder baue ich die Schienen ab. So, das klappt ja wunderbar. Hätte ich nicht gedacht, dass wir das so hinkriegen. Darauf erstmal eine Bämme fressen. So, und jetzt tun wir erstmal hier noch ordentlich verkleiden. Das hatte ich jetzt erstmal nur provisorisch gemacht. So, jetzt kommt natürlich hier richtige Wand hin. So. Und da... ja, das können wir eigentlich so lassen, oder? Das hat dann ein bisschen Kontrast zu der Wand. Das muss ja nicht... ja, würde ich schon sagen. Man muss ja immer nicht alles in Einheitston bauen. So, jetzt kommt da noch eine Decke hin. Ich hänge am Bett. So, haben wir eigentlich schon eine Nacht durchgebastelt? Ne, wir waren ja wieder heimgegangen. Hopp. So, dann können wir hier eigentlich... ne, hier können wir noch nicht zumachen. Hier kommt ja dann die andere Gleise hin. So, das hier wird dann die Koppelwand. Koppelwand, Koppelwand, Koppelwand. Und hier ist dann was frei. Und hier kommt das Kabel raus. Der Kabelsalat. Jetzt habe ich hier einen Salat. Okay. Hallo? Das ist aber ungünstig hier. Ich will hier meinen Bahnhof bauen. Ahem. Ach nee. Okay, hier führen direkt Höhlen rein. Ahem. Ja, die Kohle nehme ich mal mit. Die brauchen wir für unseren Ofen da vorne. Ja, toll. Da haben wir hier direkt eine Höhle im Bahnhof. Das ist ja wieder mal spitze. Ich suche mir natürlich auch immer Orte aus, wo irgendwie gehandicapt wir an die ganze Sache rangehen müssen. Naja, aber immerhin, so kriegen wir noch etwas Kohle und vielleicht können wir die Höhle irgendwie mit verbinden. Vielleicht können wir ja den Bahnhof noch eine Tür hinten dran machen. Also eine Geheimtür irgendwo, die nur der Schaffner höchstpersönlich kennt, die dann in eine Minenfahrt führt. Wir können ja dann hier mit den Gleisen auch noch eine Bahn hier in einer Höhle basteln und die jagt uns dann erstmal quer durch ein Höhlensystem, bis wir irgendwo an einer wertvollen Mine angelangt sind oder so. Keine Ahnung, wir bauen jetzt erstmal den Bahnhof hin. Auf jeden Fall müssen wir hier weniger Stein abbauen, wenn wir den Bahnhof noch weiter nach hinten bauen wollen. Aber jetzt hat er ja erstmal seine Größe erreicht, wie er sein soll. So, hier noch die Kohle weg. Und dann haben wir auch wieder genug Kohle für Fackeln etc. Pipapo.